Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, Chefhausmeister Herr Oberg, sehr schön. Ja, ist ein scheiß Thema, das ist völlig richtig. Das Problem ist ja nicht neu. Man kann sich die Frage stellen, warum jetzt der Antrag kommt, aber das würde auch nur bedeuten, dass man die Artikel aus der letzten Zeit nicht gelesen hat und auch die Diskussionen, die in der Stadt zu dem Thema jetzt gerade aktuell wieder hochgekocht sind, nicht wahrgenommen hat. Ich finde den Antrag der Grünen völlig richtig. Er bezieht sich auf einen Teilaspekt des Problems oder der Problemlösung, den auch der Senat festgestellt hat in dem Brief, der schon erwähnt wurde von Herrn Racklis, stehen nämlich auch vereinheitlichte Ausschreibungen, die zur Verbesserung der Vertragskontrolle. Und Frau Bentele hat es ja auch erwähnt. Ihre Formulierung war, ich habe es mir aufgeschrieben, Problem mancher Bezirke. Das ist genau der Punkt, warum man zu einer Musterausschreibung kommen sollte, damit eben nicht immer manche Bezirke ein Problem haben und andere nicht. Insbesondere wie früher beim Schulessen, und da waren wir uns ja einig, nur nach dem Preis ausgeschrieben wird, das kann nicht funktionieren. Das führt zu schlecht gereinigten Schultoiletten und Schulfluren und Turnhallen und Räumen. Das führt zu prekären Arbeitsverhältnissen bei Subkontraktoren von der öffentlichen Hand bezahlten Reinigungsfirmen. Das können wir so nicht stehen lassen, deswegen beschäftigen wir uns damit, und das ist auch völlig richtig. Angefangen hat das Problem ja in Friedrichshain-Kreuzberg, das ist völlig korrekt. Davon wissen wir, weil Frau Remlinger dankenswerterweise alle bildungspolitischen Sprecher ihrer BVV-Fraktion angestellt hat, eine Musteranfrage zu stellen, und haben dann die Sparmaßnahmen des SPD-Bezirksstadtrates in Friedrichshain-Kreuzberg auch zu Ohren bekommen, und dann durften wir uns das auch anhören im Hauptausschuss. Ich war dabei, es war sehr interessant. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Oberg? Nein. Hier wurde schon so viel gefragt. Herr Kollege Oberg, es hat jeder das Recht, auch eine Zwischenfrage nicht zuzulassen. Das brauchen Sie jetzt nicht weiter kommentieren. Der Kollege Delius hat das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident, dass Sie Herrn Oberg noch mal erklärt haben, wie das hier läuft in dem Parlament. Worauf wollte ich hinaus? Genau, der Senat ist der Meinung, das sollen dann mal schön die Bezirke machen. Federführend soll ein Bezirk sein. Der ist mit Datum von heute noch nicht gefunden. Die Bezirke sind sich auch noch nicht im Klaren darüber, ob sie überhaupt eine Musterausschreibung wollen. Wir haben schon von Herrn Beckers, wie gesagt, SPD Friedrichshain-Kreuzberg gehört, dass dafür kein Personal da ist. Das ist ja auch ein grundsätzliches Problem, was die Schulreinigung angeht. Herr Buschkowski von der SPD in Neukölln wurde schon zitiert, der Meinung ist, naja, das sollten doch alle Bezirksämter von alleine schaffen. Offensichtlich schaffen sie es nicht. Ja, Herr Buschkowski ist offensichtlich dann aber auch in einer anderen Welt, ja, weil er das Problem nicht erkannt hat. Der Bürgermeister von Reinickendorf, Frank Beiser von der CDU, sagt einfach, ich sehe mich nicht in der Verantwortung. Ähnlich äußert sich auch die entsprechende Bildungsstadträtin von der CDU. Insofern bleibt doch die Frage, wer soll es machen? Ja? Wir haben das Problem erkannt, der Senat hat das Problem erkannt, eine vereinheitlichte Ausschreibung tut Not, neben anderen Dingen, was die Fachtagung soll, weiß ich nicht, aber okay, kann vielleicht auch helfen. Wer soll es denn machen? Wir sind auch mit den Grünen der Meinung, da muss sich der Senat drum kümmern, das kann er auch, der hat es beim Schulessen bewiesen. Ein Streitpunkt, den wir mit den Grünen noch ausdiskutieren müssen, ist, dass wir der Meinung sind, da sollte mal die Wirtschaftsverwaltung tätig werden, aufgrund der schlechten Erfahrungen, die wir mit den Vergaben beim Schulessen gemacht haben. Das ist vielleicht besser, wenn das ausgewiesene Vergabeexperten tun und die Ausschreibung auch konzipieren und den Prozess moderieren. Aber das kriegen wir im Ausschuss bestimmt noch hin. Ansonsten, ja, guter Antrag zur richtigen Zeit. Vielleicht passiert dann auch endlich mal was, wenn wir das hier im Parlament diskutieren. Dankeschön.